geht es weiter mit dem vierten Teil dieses von dem Bild von dem Slime Farm. Jetzt hier so weit vorangekommen und hatte jetzt im letzten Teil so viel Holzmangel, deswegen konnte ich auch erstmal nichts machen. Und hier habe ich schon mal vier Blätter zum Freigraben. Ich will besser die Wände des Zinses runterstellen. So. Runterstellen, damit das nicht so weg. Sind die Bäume gewachsen? Immer noch nicht. Irgendwie so Holzmangel. Aber Nahrungsmangel habe ich noch keinen. Aber ich brauche unbedingt neues Holz. Wenn mein Inventar voll ist, dann sind die Sachen jetzt gar nicht mehr aufwendig. Holz habe ich leider überhaupt nichts mehr. Warten, bis ich die Spitzhacke aufgebraucht habe. Dann wird mir noch ein Slot wieder frei. Was ist denn hier? Ah, hier habe ich ein Erz freigegraben. Sollte man das nicht zumachen. Ist das ein Anisit? Hier mit der 1.8.7.2 der aktuellsten Version. Ich habe hier mal 1.2.3, 1.2.3, werden wir hier hin. Block. Wo ist denn die Erde? Da. Spitzhacke aufbrauchen. Geht den Flug gleich kaputt. Zack. Hier erstmal nicht wieder aufnehmen, aber die sind ja schon wieder voll. Wo habe ich denn? Da ist jetzt Länge. Ich kann die jetzt noch nicht weglagern, da ich meine Truhe habe. Und ich brauche halt viel Holz. Die muss ich jetzt hier so machen oder an die Oberfläche gehen. Mir scheint doch an die Oberfläche zu gehen. Da muss ich erstmal den Ofen hier weg machen. Metall ist voll. Na, das ist falsch. Nacht. Wo habe ich denn hier Bäume? Wie viel Schwierigkeiten habe ich denn? Habe ich denn normal? Ich wundere mich schon, warum spawnt hier kein Monster? Ich habe Schwierigkeit auf normal gestellt, dann müssen die ja spawnen. Eine Schere dabei? Nein, ich nicht dabei. Kommt aber jetzt auch nicht drauf an, ich brauche nämlich unbedingt Holz. Inventar schon wieder voll, was muss ich wegschmeißen? Kies braucht man nicht. Ja, Holz brauche ich erstmal nicht. Schafe brauche ich auch nicht mehr. Ich habe nämlich so schon Wolle. Muss ich nur noch heil zurückkommen mit wieder in die Slime Farm. Sieht doch eigentlich relativ gut hier aus. Ah, Creeper.
Oh, der war nach drei Schlägen weg, oder wie war das? Ich muss jetzt schnell wieder runter. Noch kein Slime gespawnt hier in der Zeit. Den Block wieder wegmachen und Ofen. Oh. Ofen rein. Ich muss einfach mal ein bisschen was reinbringen hier. Aber jetzt habe ich erstmal ein bisschen Holz. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen Holz. Was mache ich damit jetzt? Ist mal ganz wichtig, eine Truhe machen. Wenn mein Inventar ständig so voll ist. Wohin am besten damit? Steinpickaxe. Pickaxe. So. Irgendwie in den Boden reinhauen hier. Hier. Erstmal das Kobbel wegschmeißen, oder das wird man nämlich massiv kriegen. Die Seeds. Könnte ich ja noch holen. Ja, da habe ich aber auch noch ein bisschen. Eisen habe ich auch, aber Wasser müssen wir dann holen. Deshalb wird hier ein bisschen Stein gemacht. Also ein bisschen Stein. Einfach mal so ein bisschen als Baumpfanne ein bisschen größer machen. Was ist das denn alles? Das ist Stein hier. Wenn wir die Baumpfanne noch parallel zur Slime-Farm noch ein bisschen weiter graben. Ich habe jetzt neuerdings das mit dem Vollbildschirm, weil ich so 1, 2, 3, also hier denn. Jetzt ist ja im Inventar längst nicht mehr voll. Da ist das mit der Truhe nicht mehr. Hackeln. Also jetzt den Baum kann man mal so lassen. Ah, das ist, also ich hätte mit der Spitzhacke Kies abgebaut. Ich dachte, das wäre noch dieses, was ist das denn, Granit? Also, eine Sibiorit und Granit verwechselt mir leicht immer. Und jetzt könnte ich. Ich habe jetzt hier erstmal 4 Blöcke reingegraben, das werde ich jetzt hier auch machen. Schon ein bisschen was reingegraben, weil da noch Erze waren. Da oben lasse ich einfach. Das war ein Block zu viel. Ich habe keinen grünen Stein dabei. Aber ich habe das jetzt einfach da erstmal notgedrungen in den Ofen da reingepackt. Da wird mein Inventar wieder ein bisschen leerer wird. Aber jetzt ist mein Inventar längst nicht mehr voll. Ich habe ja hier die Slime-Chunks ja schon rausgefunden. Deswegen muss ich nur noch hier, dass sie einfach leer graben. Außenumriss habe ich ja schon.
Und jetzt habe ich ja noch diese Baumscham oder so eine kleine Holzrahmen daneben hingepackt. Damit ich auch jederzeit immer an Holz rankommen kann. Ohne dass ich nach oben immer hingehen muss. Ja, lauter Steinspitzhacken hier verbrauchen. Das wird jetzt mal 4. Wenn ich jetzt hier die Fackeln auf, also so. Und ich genug Holz dafür. Da. Ich mache das Dach jetzt hier in den. Hier nochmal. Damit ich diese Fackeln hier am Rand wegmachen kann. Jetzt hier die nächste Ebene freigraben. Also immer hier mal schrittweise 4 Blöcke weit. Damit ich die Fackeln am Rand wegmachen kann. Weil ich kann ja, man darf ja keine Fackeln oder Glowstone oder sowas. Fackeln oder Glowstone darf man nicht. Am Boden platzieren, soweit ich das gehört. Deswegen mache ich das dann so in die Decke rein. Um das ausreichend auszuleuchten. Ich muss natürlich anschließend noch mal rübergehen, ob sonst hier vielleicht doch irgendwo ein Block ist, wo Licht unter 8 liegt. Ist hier einfach weiter fleißig. Und jetzt kann ich das alles fleißig freigraben. Und da werde ich ja eigentlich, dann muss ich dann nach oben dran die Fackel machen und dann nach, wenn ich schon einfach fertig machen, dass man da immer selbst hingeht, weil die dann auch EP droppen. Und man kriegt, also das ist so Experience haben. Und braucht natürlich einen großen, mittleren, kleinen, zum besten ein Schwert. Und die Holzspitzhacke was verbrauchen wir. Brauchen wir auch nicht mehr. Die Fackeln so, 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 so. Und hier. Ja, hier so viel Fackeln, die können dann weg. Sieht ja eigentlich relativ schön aus. Auch wenn ich dieses Lighting auch aufgestellt habe. Jetzt steht hier auch 4 Blöcke rein. So, auch 4 Blöcke. Natürlich einen schweren Start, weil ich nämlich direkt zweimal im ersten Part gestorben bin. Ich werde erstmal, wenn ich die Holzspitzhacke kaputt mache, werde dann damit ein Part danach weitermachen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt Daumen hoch, teilt das Video und abonniert mich.